Ja, hallo, ich bin der Nino Schotter und Mountainbiker. Mein Name ist Nino Pfister, ich spiele Unihockey, Nordic Walken und schwimme. Ja, hoi. Hallo. Hoi. Du bist auch der Nino, gell? Ja, du auch. Was für ein Zufall, he? Beide heißen ja. Nino. Ja. Aber du hast noch einen Spitznamen, gell? Ja, Nipfi. Nipfi? Das heisst Nino Pfister, eine Abkürzung. Okay, ja. Ja. Nino ist mein Vorname, Pfister mein Nachname. Ja. Ich bin der Nino Schurter. Ja, das weiss ich, ja. Wo bist du daheim? Hier in Chur. Da wohnen wir noch beide in Chur. In der Nähe vom Bahnhof. Beide Nino, beide ja. Von Chur. Ja. Wo bist du aufgewachsen und geboren? Geboren bin ich im Zürich Oberland, aber bin nur dort geboren. Mhm. Aufgewachsen bin ich nachher in Tersnaus. Ja. Im Walsertal, das ist zwischen Dilat und Wals. Ja. Bist du schon mal dort? Ich bin noch nie gesehen, aber die haben das gehört, ja. Dort bin ich aufgewachsen, so bin ich zum Velofahren gekommen. Du machst auch Sport, gell? Ja. Was ist dein Hauptsport? Ich sehe, du machst ein paar verschiedene Sport. Montag mache ich Unihockey spielen und dann Donnerstag gehe ich schwimmen in Sand. Und am Mittwoch gehe ich Nordic Walken mit einem Stück laufen. Echtes Programm? Ja. Und cool. Du tust nur Mountainbiken oder auch sonst noch etwas Sport machen? Fürs Training mache ich ganz viele verschiedene Sachen. Das ist noch cool. Jetzt im Winter gehe ich viel auf Langlaufski, mal Skitouren. Dann gut joggen gehe ich auch immer sehr gerne. Ja. Krafttraining mache ich. Dann tue ich nicht nur Biken, sondern auch Rennvelo fahren fürs Training. Ja. Ja. Ich habe auch mal Unihockey gespielt. Ah! Ja. In der Schulzeit war ich in einem kleinen Team und sind damals so ein Schülerturnier gegangen. Haben mir immer Spass gemacht. Ist auch ein lässiger Sport. Ja. Haben wir bald wieder ein Turnier, oder? Wenn es ein bisschen ruhiger wird mit dem Corona, dann hoffen wir, dass wir wieder Turnier spielen oder stattfinden. Ja. Das ist schon cool. Wettkampf ist schon noch mal etwas anderes als das Training. Ja. Wenn man weiss, jetzt geht es um etwas. Es geht um etwas, ja. Ja, cool, vielleicht weiss man ja nie. Vielleicht bist du auch auf einmal in der Gewerbeschule vielleicht einmal zu treffen, wenn einmal ein Match ist. Ja, kommen wir mal vielleicht schauen. Ja. Kann ich gerne mal schauen. Ja. Wenn mal wieder Turnier ist. In welcher Halle? In der Gewerbeschule. Gewerbeschule, ja. In Chur, ja. Und dann haben wir Heimvorteil. Heimvorteil. Ja. Am meisten Fan haben wir in Chur oder in Meierfeld. Haben wir am meisten Zuschauer. Am meisten Zuschauer? Ja. Und schwimmen tust du auch? Ja. Olympiade war ich in Neuenburg. Schwimmwettkampf. Ja. Oh, schwimmen wäre nicht. Ich schwimme bin ich gar nicht gut. Eben, Oberland aufgewachsen. Ja. Nicht schwimmen ist aber nicht so. Aber schwimmen kannst du schon. Ja, aber nur so. Brustschwamm. Nein, schon. Ich so. Kraul. Ich überlebe, wenn ich ins Wasser gehe. Aber jetzt nicht so. Kannst du meistens mit der Tochter gehen? Ja, mit dir gehe ich jetzt hin. Jetzt gerade lernen schwimmen. Und jetzt gut. Gehen wir am nächsten Tag ins obere Auge üben. Muss man schon auch können. Ja. Was ist eure Lieblingsfarbe? Dann sage ich grün und blau. Grün und blau? Ja. Schöne Farbe? Ja. Ich finde es ziemlich schwierig. Farben braucht man wie alle. Wenn nur eine Farbe. Ja. Türkis habe ich noch gern. Was ist euer Lieblingsfilm? Bei mir sind die Camper. Den Film gibt es eben schon lange. Weißt, das sind so Camper, die da mitgemacht haben. So. Ist auch ein Lieblingsfilm. Serien schaue ich jetzt noch gern. Bei mir ist Komödie. Ich schaue jetzt gerade Joker. Ah ja. SRF. Kennst du die Walliser, ja. Ja. Ja, das ist ein, das ist noch gut, lustig, gell? Ja. Finde ich noch gut, ja. Ja, die finde ich auch nicht schlecht. Trinkt ihr lieber Kaffee oder lieber Tee? Kaffee. Ja, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Brauchst du einen Kaffee am Morgen, dass es losgeht? Genau. Du schaffst nicht mehr Kaffee, gell? Ja. Muss ich mal vorbeikommen. Ja, Kaffee ja. Trinken. Da würde mich freuen, ja. Gibt es guten Kaffee dort? Ja. Ja, dann komme ich mal vorbei. Ja, da würde mich freuen, ja. Seid ihr lieber in den Bergen oder lieber am Meer? Am Meer, natürlich. Ich am Meer. Ich schon in den Bergen. Leset ihr lieber Bücher oder schaut ihr eher TV-Serien? Beides gleich, bei mir. Ich tue schon gerne Bücher lesen, aber mehr tue ich schon jetzt Serien schauen. Kennst du Special Olympic? Kennst du das? Ja, kenne ich, ja. Ah.
Cool, ich bin eben auch dort, weißt du? Ja, dort, ja, wäre schön, wenn wir auf Chur könnten die Winterspiel bringen. Was würde das für dich bedeuten? Ja, vieles. Mir bedeutet eben, dass man eben dort auch ein Disco-Abend hat oder sehr wahrscheinlich auch einen Schweizer Abend, eine Eröffnungsfeier, eine Schlusszeremonie und ein tolles Turnier. Einfach, man gibt sein Bestes daraus und ich würde mich sehr, sehr freuen. Das ist auch ein grosses Ziel, um darauf anzuschaffen, oder? Ja. Kann sich darauf freuen, genau, dass das Training ein bisschen einfacher geht dann. Dass es in Kurs stattfindet und dass das eine gute Sache ist, finde ich, ja. Und Sportler von der ganzen Welt würden kommen? Ja. Das wäre cool, hä? Und vielleicht dort auch noch neue Sportler kennenzulernen, ist auch mal etwas Lässiges. Ein paar Sportler treffen und mit ihnen ein bisschen schwätzen oder ein bisschen reden, ja, wenn man Zeit hat. Aber die erste Olympiade, wo ich war, war in Schlenzerheide. Ja. Ja, das behält man immer in Erinnerung. Der Sport wäre ohne grosse Anlässe, wäre der Sport irgendwie nicht ganz gleich. Es ist schon, Sport machen ist schon ganz schön, aber wenn man dann das noch zeigen darf auf einer ganz grossen Bühne, macht es noch spezieller. Nino, was ist bei dir speziell? Ja, ich glaube, jeder Mensch ist speziell, jeder Mensch ist einzigartig. Was ich glaube schon habe, ist ein Talent zum Velofahren. Und da bin ich froh, dass ich das Talent entdeckt habe und dass ich das jetzt so nutzen kann. Oder was ist an dir speziell? Bei mir? Ja, vieles. Bei mir ist speziell meine Freundlichkeit ist bei mir speziell. Mit freundlichen Leuten gerne zusammen sein und gerne mit ihnen etwas machen. Das ist bei mir speziell, ja. Ja, das merkt man. Du bist ein sehr, sehr aufgestellter, freundlicher und macht Spass, mit dir zu reden. Ja, wie gefällt's? Danke, kann ich nur noch weitergehen. Ja. Was gibt dir den Antrieb für die Special Olympic Games? Also, wenn man fröhlich ist und glücklich ist, dass man fröhlich und glücklich trainieren kann. Dass man ins Training geht und glücklich ist und Freude daran hat. Ja. Finde ich sehr, etwas sehr Schönes, was du jetzt gesagt hast. Weil ganz viele Athleten müssen das Beispiel an dem nehmen. Schlussendlich geht es ja darum, dass man Freude und Spass hat. Ja. Und man ist dann schnell, ist man zu verbissen. Ja. Und sieht eigentlich gar nicht mehr, für was man es macht. Hast du mich noch etwas fragen? Das wolltest du wissen. Ja, wie viele Medaillen du schon in der Olympiade schon gewonnen hast? Ich habe 3 Medaillen gewonnen. Und wie viele Rennen hast du gewonnen und wann hast du angefangen Mountainbiken, in welchem Alter? Angefangen habe ich mit 7. Einen Spass gehabt. Mit dem Velo sind wir viel durchs Dörfli durchgefräset und dann Sprünge gebaut. Und dann hat es mal ein Rennen gegeben in Ilanz. Dann habe ich und mein Bruder teilgenommen. Und dann von dort an sind wir von Rennen zu Rennen und hatte Freude am Wettkampf, am Velofahren. Mittlerweile durfte ich einige Rennen gewinnen. Aber ich weiß nicht, wie viel. Ich habe jetzt noch nie erzählt. Ja, viel zu viel. Die wichtigen, die weiss ich. Und ich bin ein sehr riesiger Fan von dir. Und habe immer Freude, wenn ich dich im Fernsehen sehe, dann ich dich immer anführe. Cool, immer, das kann ich wohl. Am meisten tue ich eben dich anführen. Und dann drücke ich eben ganz fest den Daumen. Ja. Ja, das, ja, das brauche ich immer viel. Fette, die Daumen drücken und das Beste wünschen. Und dann kommt es dann schon gut. Ein bisschen Glück muss man dann auch noch haben. Und ich hoffe, du fährst noch ein paar Jahre. Hoffentlich. Ein bisschen mache ich schon noch. Gut. Und wenn wir das nächste Mal, hast du mich mal im Kopf gesehen, hast du mir mal das nächste, dann tust du mich schnell anstupfen und sagst mir, hey, ist gut. Ja. Ich hoffe, du bleibst so aufgestellt und so freundlich. Gleichfalls, danke, ja. Gib mir Mühe. Dann gehen wir wieder zurück ins Training, oder? Das schaffen wir für die grossen Anlässe, die anstehen, oder? Und hoffe, ich kann dich dann da anführen. Ja. Kur. Ja. Mir hat es auch sehr Freude gemacht, dich kennenzulernen und mit dir reden.
Merci. Ja, gleichfalls. Ja. Ich bin sehr gefreut und wünsche dir natürlich auch alles Beste. Ja, gleichfalls. Danke.